Servus Leute, hier ist euer DCBS mit einem brandneuen paar Dungeon Hunter 5 Let's Play und wie ihr seht, ich habe meine Rüstung geupgradet. Sie ist mittlerweile Level 5, schauen wir uns mal kurz an. Ich finde, sie schaut richtig nice aus und stark ist sie zudem auch noch. Mein Schwert habe ich auch auf 4. Ich mache demnächst, oder wenn ich fertig bin mit der Kampagne und mit meinem Charakter auf 5, dann mache ich, oder auf Level 100, dann mache ich auf jeden Fall mal so eine Charakterentwicklungsvideo. Das wird richtig hardcore krass, finde ich. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter in der Mission. Wir sind ja zusammen gewesen bei 37 und gehen jetzt gleich in die 38 rein. Hab extra ein bisschen Energie für euch gefarmt und auch nicht im Event angegriffen, obwohl ich gerne dreimal noch angegriffen hätte, um... wir nehmen mal mit. Den hier. Obwohl ich gerne angegriffen hätte, um... eben noch Diamanten abzugrasen für ein weiteres Kisten-Opening, das ich später auch noch drehen werde, wenn ich die Energie leer habe. Wobei das Kisten-Opening schon online ist zu dem Zeitpunkt, wenn ihr diesen Part hier sehen werdet, weil der kommt erst am Ende der Woche, also Anfang April irgendwann um den Dreh. Ich bin ja immer sehr fleißig im Frühaufnehmen und ich warte auf die Kakeladezeiten. Dürften nur ungefähr drei Parts sein, dann sind wir eh fertig. Boah, ich habe glaube ich einen richtigen Charakter mitgenommen. Boah, es laggt schon wieder. What the fuck, asozial ist der. Gar nicht mal so witzig hier. Okay, wir sind immer schon auf den. Oh nein, Spinn. Nee, mit dir kämpfe ich jetzt nicht. Gehen wir mal hier weiter. Wir gehen hier oben. Und dann gehen wir hier lang. Und dann haben wir uns schön drum herum gestellt zu kämpfen. Weil da habe ich persönlich ja gar keinen Bock drauf. Jetzt noch zu verrecken hier. Schließe das Portal. Mache ich. Da, Portalspitze ist schon im Arsch. Das war jetzt easy. Wir sind einfach nur die ganzen 5 Säulen kaputt machen. Und unseren Kumpel alle anderen machen lassen, während wir hier schön die Portale rapen. Und natürlich ab und zu muss man kämpfen, ist ja klar. Gar nicht mal so undrastisch hier gerade. Aber wir schaffen das easy, würde ich sagen. Alter, ich höre nur noch Batsch, Batsch, Bumm in meinen Aufnahmen. Oh, das wird drastisch, Leute. Das wird echt drastisch. Es kann sein, dass ich mal wieder einen Trank brauche. Ja, ich muss einen Trank einsetzen. Ohne Trank komme ich da gerade nicht drum rum. Ich weiß gerade nicht, was hier so abgeht, dass ich hier so verreckt bin. Weil der Arsch... Ah, der Arsch ist das. Der so asozial ist. Ah, war vielleicht nicht ganz optimal von mir gelöst. Weil ich gerade richtig viele asozialste Feinde habe. Ah, vielleicht hätte ich auch ein Ding mitnehmen sollen. Den Abel. Lol, ich kann gar nicht so machen. So. Boah, shit. Shit. Mein Kumpel verreckt auch. Das ist ja abnormal. Ist ja richtig asozial ist hier. Du Arsch, ey. Ich muss fast schon einen Trank einsetzen. Ich glaub's nicht. Finde ich jetzt gar nicht mal so witzig. Ich muss weg. Ich arbeite jetzt mit meinem Bogen von Distanz ein bisschen mehr. Ah, ich muss weiter einen Trank einsetzen. Das ist ein bisschen gegen das, was ich eigentlich machen wollte. Das ohne Tränke zu schaffen. Ah, verfluchter Aufseher. Verfluchter Peiniger. Und mein Kumpel ist verreckt. Das ist gar nicht mal so geil. Das ist gar keine so leichte Mission. Oh, ich hätte gar kein Ding mehr gebraucht. Gar keinen Trank mehr. Du Arsch, ey. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder den Bug, dass ich... So, okay, gut, da sind wir wieder. Bisschen länger gedauert als... Wow, Alter, habe ich schon viel bekommen. Wird natürlich sofort eingesetzt, ausgelöst und so weiter, verschmolzen.
was man alles damit machen kann. Eventuell machen wir hier mal. Nein. Nein, wir sind nicht Albaner. KS-Freak ist Halbalbaner. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier rein und ich wollte verschmelzen und ich wollte das ausprobieren, wenn ich das hier so verschmelze. Nee, okay, funktioniert nicht. Ich habe das mit der. Mit der Ding habe ich es noch nicht so ganz raus mit der Superverschmelzung, wie das funktioniert. Ich könnte versuchen, wenn ich hier. Nein, ich wollte die Level 4 Rüstung wollte ich nehmen. Okay, wenn ich die mit dem hier mache, mit der hier, habe ich keine Superverschmelzung. Okay, probiere ich mal anders aus. Ich verkaufe jetzt hier erstmal wieder ein bisschen was, was wir nicht brauchen. Zack. Und dann gehe ich kurz Schergen leveln. Nein, den haben wir schon, Max. Wir machen den hier. Mit vier weiteren superen Boostern. Und zack. 39. Und können sofort wieder weitermachen. Hab gar nicht mehr so viel Quarz. Ich hatte ja mal fette Millionen eigentlich, knapp. 800.000. So, und jetzt sind wir zu 39. Das ist die Syren. Syren, wie auch immer die heißt. Gegen die müssen wir jetzt kämpfen. Und da nehmen wir am besten den. Was wurde uns denn vorgeschlagen? Empfohlen Tod. Da nehmen wir am besten den Atasch mit. Nehmen wir den mit. Der ist gut dafür, denke ich mal. Und komm, Latschenler. Ich bin mal gespannt, ob wir die jetzt töten können, die Syran, wie auch immer. Weil das manchmal so ein Bug, dass man die nicht töten kann. Das ist ein bisschen kacke. Ja, das kann durchaus sein. Ich bin immer noch die Anfangsrüstung. Oh, gleich mal fett gefunden hier. Hier oben sind welche, das weiß ich noch vom Umfang. Gargarule. So. Gleich von Entfernung hier. Das wäre natürlich was Totenmäßiges ganz geil, aber so geht es natürlich auch. So, immer schön den Minen ausweichen. Wuppala. Nicht so geil. Lasst meinen Kumpel leben. Ah, easy. Wow. Ne, doch nicht so easy. Geh mal wieder weg. Ah, der Artisch hat aber schon eine geile Waffe. Der hat so einen Stab irgendwie. Komm, helfen wir dir mal kurz. Na, ist schon fertig. Alter Verwalter. Der Artisch, der ist schon ein krasser. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen was und dann kommt schon Syran. Syran, Entschuldigung, heißt sie. Die blöde Kuh auf jeden Fall vom Anfang. Falls ihr nicht wisst, warum wir die eigentlich suchen, schaut euch einfach den ersten oder den zweiten Part an. Da müsste das euch erklärt werden. Jetzt kommen hier noch ein paar so. Alter, Verwalter, was machst du denn jetzt hier? Das ist ja völlig unnötig. Ja, gut. Oh, ich hasse diese Scheiße, ey. Nein. Alter Verwalter, hau ab. So. Oh. Oh. Hund. Nein, böse. Aus. Böser Hund. Ah, hier ist Kohle. Können wir mal haben. Man kann so komische Dinger übrigens auch zerrollen. Der ist ja blöd, oder? Ich kann ihn jetzt nicht angreifen. Aber hier ist keiner mehr, den ich noch töten kann. Machen wir die Truhe auf und holen uns hier mal Fat Cash. Wie viel war drin? 841, kann es sein. Ja, er kann mich angreifen, aber ich kann ihn nicht angreifen. Jetzt halt. Verderber.
Das ist schon kackdreist hier. So, und jetzt kommt Syrien. Syrien. Und die blöde Kuh ist echt scheiße. Die ist vor allem so asozial stark. Nein, ich bin kein Idiot. Aber wir können sie angreifen, das ist schon mal gut. Der macht sie einfach kaputt. Aber die heilt sich, die blöde Kuh. Alter Verwalter. Boah, scheiße, die rennt mir ja weg, die blöde Kuh. Oh. Blöde Kuh. Blöde Kuh, ey. Verreck, ey. Boah, scheiße, jetzt sich der geheilt, blöde Kuh, ey. Ich glaub's nicht. Weg von der. Vielleicht macht sie es so besser. Ah! Oh. Ah! Oh. Hör auf damit! Nein! Gar nicht cool! Syrien, ich hasse dich! Das ist mir jetzt egal, ich mach dich kaputt, ich mach dich kaputt, ich mach dich kaputt! Ja, ich hab sie! Obwohl sie meinen krassen Kumpel gekillt hat, ey! Mhm. Genau. Geil, dass du mir so ein Schwert gegeben hast. Ich hab dich lieb. So. Wow. Das war ein Part, würde ich mal sagen. Harter Battle, ey. 2000 XP bekommen. Richtig krass viel Sachen zum Leveln, ey. Level. Und einen schönen Trank haben wir auch wieder gesnackt, natürlich. Alles easy, alles cool. Läuft der bei uns hier? Gut. Dann kurz hier verschmelzen natürlich wieder eine Runde. Ich brauche unbedingt eine Drachenschuppe, weil, wie ihr seht, ich habe ein bisschen Probleme im Leveln von meinen Schergen. So, ich bin mir gerade unsicher, ob ich noch einen Part mache, ob ich eine weitere Mission mache. Könnten wir eigentlich fast machen, oder? Schauen wir uns mal kurz an, was das ist hier. Nein, wollte ich nicht. Nächste Mission ist hier. Ja, das sollten wir doch noch schaffen. Im vollen Blitz. Dann schauen wir, welchen Blitzkumpel wir mitnehmen. John Schnee. Keizen. Ich würde sagen, wir nehmen John Schnee mit. Abel heben wir uns für später einfach auf. Und Dungeon Power. Und dann schaffen wir das easy peasy locker flockig. Müssen noch ein paar Sachen rausschneiden, so am Anfang und vom Mittelding. Und dann haben wir erst so knapp 12 Minuten. Und dann sollte das schon funktionieren. Oh. 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 Viele Feinde. Aber ich stelle mich einfach hier hin, lasse den anderen die Drecksarbeit machen. Und läuft dann, würde ich sagen. Nee, nee, nee. So läuft das hier nicht. Perfekt. So. Oh. Oh. Wow, 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 wow. Wie einfach alle aus ihren Löchern gekrochen kommen. Ich habe das Gefühl, dass mein Kumpel gerade ein bisschen Probleme hat. John Schnee ist schon halb down. Wow, shit. Nicht ganz so cool. Blödes Sumpfkuh, ey. Ich brauche unbedingt noch einen stärkeren Bogen, aber ich habe noch kein Kisten-Opening mit einem geilen Bogen gemacht. Uppala. Ich hoffe mal, dass nicht mehr ganz so viele kommen. Weil mein Kumpel ist schon down. Das ist gar nicht so optimal für mich. Vor allem, wenn dann der Endgegner kommt. So.
Ich will nur nicht durchlaufen. Oh Mist, ich muss doch durchlaufen. Na egal. Wow, wow, wow. Nein, Schild anmachen und absorbieren und das gleichzeitig zu unserem Level Leben dazu zählen. Optimal, würde ich mal sagen. Shit. Ich muss hier irgendwas machen. Der Generator. Ich mach's einfach schnell mit dem Schwert, geht besser. Zack. Kaputt. Säuber das Gebiet von Feinden. Das wird jetzt witzig. Das kann ja jetzt richtig witzig werden. Ah, wir sind schon fertig. Wir sind schon fertig. Lol. Ich hab's gar nicht mitbekommen, dass wir so schnell fertig waren. Irgendwie, dass ich die alle getötet habe, die ich hätte töten müssen. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich bin auch ziemlich stolz, dass das Game wieder so schnell da war. Und ja, dann würde ich sagen, ich beende diesen Part an dieser Stelle und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Servus, Leute.